siehst. Ach, ja, das Enrico ist gegrüßet ist. In meiner Runde. So, und diesmal schieben wir uns die gegenseitig ab. Doch. Wir warten einfach, bis der Kevin und der Markus das machen. Euch wegschießen, ja, das ist kein Problem, das kriegen wir hin. Oh, schade. Keine Witten. Konzentriert ihr euch auf mich? Erstmal das Unscheinbare rausnehmen aus dem Spiel. Weißt du, sind das die Gefährlichen? Hey, Enrico, grüß dich. Huch, da kommt eine Rakete. Da hoch. Nee, die Morgen. Die Uni. Nee, die Uni. Die Uni. Ich mach die hier. Hui! Ui, ui. Och, nein! So gerade noch. Ich bin fest. Ich habe einen Hänger, meine Damen und Herren. Ich habe einen Hänger. Ja, das ist öfters mal der Fall bei dir. Auf mich wird geschossen. Enrico, Hilfe! Ich brauche ein anderes Auto. Ich nehm. Ja, oh, ich nehm den hier. Hui! Jawohl, hab ich! Verdammt! Verwammst! Ja, Leute, hier unten habt ihr ein Problem, ne, wenn ihr dann Oma die Runde macht. Ah. Enrico, schaffst du es? Problem ist einfach. Jetzt. Ja. Nein! Ich sehe immer nur Raketen fliegen, Mutti. Hätte ja klappen können. Ihr wart knapp dran, ne? Die Raketen fliegen nicht so weit, wie die Autos stehen. Mhm. Schade. Das ist mir auch schon aufgefallen. Wir haben es versucht, ja. Guck mal, kommt schon rosa. Nein! Er hat die Haut jetzt. Enrico! Ihr habt euch gerade gegenseitig getötet, auch nicht schlecht. Muss man auch mal hinkriegen, mit zwei Autos sich gegenseitig zu töten, während man in den Auto sitzt. Das ist schon Königsklasse. Das ist eigentlich ein geiler Move. Mehr Respekt. Hä?
Ich bin rausgeflogen aus meinem Wagen. Ach so. Ja, ich hatte aus der Frontscheibe gelesen. Wie auch immer, ist passiert. Let me roll then. Ein 0. Aber der Ring ist gut da oben. Gewonnen. Der ist gut positioniert. Also. Oh, gibt sogar gutes Geld. Noch eine gute 3/4 Stunde. Wenn ich den gekommen, ich hätte, glaube ich, einen Markus oder den Kevin Hedge erwischt. Ja, der hätte Fahrradkette. Ja, was ist denn? Hitte, Hitte, warte nicht, Hitte. So wäre, wäre Fahrradkette. Nur, was ich immer interessant finde, dass ihr zwei zusammen im Team seid. Oh, keine Ahnung, warum das in ist. Einer, weil die in einer Crew sind. Ja, ach so, ja, genau das denke ich auch. Na, ihr müsst ja mal zu uns mit in die Crew kommen. Genau, wie es sich gehört. Ja, nee, im Moment, ich habe keine Crew-Einladung bekommen. Ja, dann muss dann ich dir noch eine. Da muss der Horst das mal machen, einfach mal an alle eine schicken. Wenn die auch an, weil ich muss mal ehrlich sagen, die Crew, die ich habe, das ist meine eigene und da bin ich alleine. Ja, dann kommst du zurück, dann bist du nicht mehr allein. Die machen Kuscheln da unten. Ja, aber ihr habt trotzdem nicht getroffen. Natürlich, habe ich zweimal getroffen. Nein, hast du nicht. Also mich zumindest nicht. Tja. Die Raketen wissen etwas Gutes. Ja, stimmt. Ich bin ja das Böse. Nee, das Schlechte. Ja, oh, schade, Alter. Aber fast. Eigentlich war das sowieso der Plan, hoffentlich dich irgendwie noch mitzunehmen. Hast du nicht mal eingeplant, dass die Rakete dich trifft? Ja, ich weiß nicht, ob das die Rakete war. Ja, die Rakete hat den Wagen weggeschleudert. In meine Druckwelle. Ja. Hier, bleib mal auf der anderen Seite, Enrico. Mach du die andere Seite, ich mach die hier. Du musst mir nur sagen, welche Rampe da hochkommt. Fuck. Wir müssten mal die Regel machen, dass, weil wir ja noch zu zweit sind, dass man seinen Wagen zweimal wechseln muss. Ja. Naja, das Problem ist, wenn wir dauerhaft wechseln, ist es ja dumm. War was? Nein! Jawoll! Die Sandkulle ist einfach... Was, haben die dich auch schon erwischt? Ich bin runtergefallen. Oh nein! Suizidgefährdet. Voll mit der Achse ins Gesicht von Sven. Schön. Na vor allem, ich hab's gerade kommen sehen, der Moment wollte ich mich wegrollen. Oh! Ach Mensch, 2-0. Vorhin stand's längst ausgeglichen. Ja, wenn Enrico durch die Frontscheibe fliegt. Also der war aber trotzdem der Beste. Da kann man nicht viel machen. So, da gibt's ein neues. Auf ein neues. Wie steht's? 2-0, ne? 2-0, ja. Könnten es vielleicht sogar schaffen, alle Spiele zu spielen. Gucken. Wie weit wir von der Zeit her sind. Es sind noch 4 Spiele. Gucken halt, ja. Ja, schauen. Hm.
toll, ich kann wieder nicht machen, was du musst. Erwischt. Naja, was willst du machen, wenn du hier drinnen bist? Ist Quatsch. Ja, wenn du da drin bist, hast du eigentlich fast nur, bis du da raus bist, wenn die Raketen auf dich zukommen, hast du keine Chance mehr, irgendwas zu machen. Das stimmt wohl. Du kannst kurz aufs Klo gehen, ich glaube, da Enrico war mich stolz. Hätte ich doch gar nicht, ich würde dich stolz machen. Immer schön bücken. Nein. Mache ich den stolz, wenn ich nur überlebe? Nein. Dann bleibe ich mich einfach hier hinten stehen. Oh, Alter! Der war nicht schlecht. Der war gerade ganz knapp an meinem Kopf vorbei. Ja. Na, Kopf gesehen. Trotzdem muss ich sagen, fand ich die anderen beiden Level besser. Von dem hier. Ja, wir sind eigentlich noch zu wenig Leute jetzt gerade. Ja, mit noch mehr wäre das lustiger, Alter, wenn du ständig nur Autos an die vorbeifliegen hast. Ja, so 3 gegen 3. Eigentlich würde es reichen 4 gegen 2 oder sowas. Ja, aber... Wie weg. Nein. Ach Mann. Ah! Ich habe eigentlich voll an der Kante vorbeigeschossen. Trotzdem geht die auf die Kante. Ja, du weißt schon, dass die Rakete auch einen Durchmesser besitzt, oder? Ich kenne mich mit Durchmesser aus. Komm, du schaffst das. Schieß den Scheiß, Markus. Entschuldige bitte, wenn ich da fahre. Ja, ja. Schiss. Von dieser Plattform. Schiss den Markus. Gut, dann gehe ich jetzt auch nochmal schnell aufs Klo. Winde wechseln. Dann Kevin, ja. Oh, schade. Mist. Oh, das war knapp. Das war knapp. Ich habe meine Maus hoch. Ja, das Problem ist, du musst erstmal die Strecke von der einen Seite des Vierecks zur anderen rüberrennen, um schießen zu können. Schießen. Ja, aber als Plattform ist das Ding richtig groß, muss man sagen. Oh, nein! Ja, super! Super! Alter! Ich hab nur den riesen roten Körper da so. Oh, ich hab völlig Blutflecken drauf. Ich hab mich noch weggerollt und dann hat sich aber dein Auto so gedreht, dass der Reifen mich noch erwischt hat. Du hast ihn wirklich böse erwischt und gleichzeitig hast aber dafür gesorgt, dass er dich killen kann. Nein, er hat mich nicht gekillt. Nein, Sven meinte, ich habe dich so erwischt mit der Rakete, dass dein Auto sich so gedreht hat, dass du mich erwischt hast. Achso, keine Ahnung. Haben wir doch verloren, oder was? Ja. Ach, scheiße. Ja, jetzt ist man nicht selbst umgebracht. Ne? Ich hab Enrico getroffen mit der Rakete und hab mich weggerollt, aber sein Reifen hat mich noch erwischt. Ja, solange meine Rakete das blonde Luda erwischt hat, bin ich zufrieden. Ich hab dich auch lieb, Kevin. Ich weiß. Ich mich auch. Diese Selbstliebe. Ja, öfters mal, ne? Und damit kennen sich die beiden bestimmt gut aus mit Selbstliebe. Ja. Schau, Spiegel. Mein Spiegel ist schon kaputt, Alter. Ja. Vor Hässlichkeit geborsten. Was? Nein, alles gut. Kann passieren. Nein, Gottes Willen. Ja, Gott wollte es so. Kann ich nichts dafür. Nein! Oh! Verdammt! Ein Tick gehört, dann hätte ich dich gehabt. Jetzt habe ich verloren. Hier unten. Das war aber gerade knapp, Sven, Alter. Bei Enrico war es aber auch knapp. Ein Ticken höher, ich hätte ihn voll erwischt. Damit hat er nicht gerechnet.
Jetzt hat's wirklich gerade ein bisschen Panik, muss man ehrlich sagen, wie es ist. Ich habe letzte Runde meinen Wagen nur einmal gewechselt. Da ging der Kackstift in die Hose. Oh, aber schon wieder knapp, Alter. Ich würde ja so gern mal auch eure Perspektiven sehen, aber es schadet, dass keiner von euch beiden aufnimmt. Ja. Das müsst ihr mal nächstes Mal so machen, dass ich meine aufnehme und die dann zusende. Das wäre eigentlich, mal cooler für ich die. Ich hab ja auch schon aus mehreren Perspektiven geschnitten, deswegen hatte ich ja bei dir dann halt rausgenommen. Mhm. Oder bei Kevin. Nee, bei mir, bei dem Monster-Dingsbums hast du das rausgeschnitten. Oh! Ja, läuft. Da war der Durchmesser. Wollte ich gerade sagen, Enrico, denkst du, dass das eine Rakete auch einen Durchmesser hat? Ja, ich sag ja nicht, ihr wart diese eine Karte vorbei. Alles gut? Ich bin tot. Ja. Ah, Glück gehabt. Das war genau in dem Moment, dass du mein Auto weggebracht hast. Oh! Da war der Bursche im Weg. Ja, Mensch, Sven, ja, rasier dich mal. Das ist immer dein Busch im Weg. Ich sehe Sven auch nie. Ich fahr auch noch voll rein, Idiot, Alter. Nein! Nein! Da war die Rampe zu Ende! Ja! Hast du ihn erwischt, ja? Nee, er hat sich selbst getötet. Aber ich glaube, weil er genau in dem Moment ausgewichen ist, wo ich da angeflogen kam, weil er mich erwischt hat, ist er, glaube ich, runter. Also eine Kettenreaktion. Ah, oh, das war Mist! Bam, da stehen sie, die Gewinner! Enrico, es tut mir leid. Oh. Enrico. Ist doch alles gut. Solange ich das erste Mal die ganze Zeit da oben stehe, ist doch alles schön. Da steht Markus immer da oben. Was kommt denn jetzt? Na wieder, King of Metal.